Wow, du hast das echt drauf. Ah, Colin, richtig? Echt jetzt? Du weißt nicht mehr meinen Namen? Und das nach den vielen Diskussionen im Unterricht? Hm, vielleicht hinterlässt du einfach keinen bleibenden Eindruck. Erstsemester, Ohren auf! Wir haben für euch ein Willkommensgeschenk der Rainbow High. Die Einladung zu unserer Colorblock-Party. Heute Abend in der Haupthalle. Wir sehen uns da. Und Dress to Impress. Alles andere könnt ihr vergessen. Hm. Colorblock-Party? Ich muss mich in Schale werfen! Weg da! Ich kann sie gut verstehen. Diese Party wird mit Sicherheit genial. Die wird sogar extra krass, denn meine Freundin Poppy ist DJ. Hm, wollen wir uns da treffen? Dann können wir richtig aufdrehen. Ich bin dabei. Ja, cool. Vielleicht erinnere ich mich dann auch wieder an deinen Namen. Willkommen zurück bei Vylife. Hier erlebt ihr mich, Vylife. Ich bin ja so aufgeregt wegen der Party heute Abend. Und eure Süße hier hat ein Date. Super. Wahnsinn. Das ist doch der Knaller. Also wir müssen die Ace beeindrucken und du musst gut aussehen für dein Date. Bin dabei. Ich habe neue Neon-Lippenstifte. Die können wir da ausprobieren. Hashtag Shocking. Kommt drauf an, was wir anziehen. Ideen? Es gibt Neuigkeiten. Schon mal was von Anklopfen gehört? Ich drehe echt am Rad. Avery hat uns in ihr Studio eingeladen. Wir sind die allerersten, die ihre brandneue Kollektion sehen dürfen. Ah! Krass. Echt jetzt? Ladies, willkommen in meinem Studio. Ich habe einige neue Outfits designt. Sie sind noch nicht ganz fertig. Aber vielleicht eine Inspiration für euren Colorblock-Party-Dress, Ainsley? Na los, Mädels, was sagt ihr? Oh mein Gott! Wow! Wow! Wie ist das? Ja? Nein? Die volle Perfektion. Einfach perfekt für eine Party, perfekt für ein Date. Ruby, du hast ein Date? Unsere Ruby hat endlich einen Freund. Ach Quatsch, er ist nicht mein Freund. Noch nicht. Wie cool. Ruby hat ein Date und Skylar geht mit ihrem Freund hin. Das ist ein Double Date. Wie nice ist das denn? Nicht halb so nice, wie ihr beide nachher aussehen werdet. Die Typen müssen aufpassen, dass sie stylmäßig mithalten, denn ihr zwei werdet der Knaller sein. Genug Inspiration? Oh, wow. Das ist so cool. Du bist voll talentiert, Avery. Dein Stil ist einzigartig. Ich sterbe, wenn ich diese Jacke nicht auf der Party anziehen kann. Und das meine ich ernst. Ehrlich. Schön, dass ihr drauf abfahrt. Aber diese Looks sind noch nicht bereit für die Tanzfläche. Bald, aber jetzt noch nicht. Alles klar, ihr Anfänger. Es wird Zeit für die Colorblock-Party. Wir erwarten die absolute Mega-Fashion. Natürlich vor allem von unserem DJ. Bist du soweit, Poppy? Mit dieser Inspiration? Hallo. Los geht's, Mädels. Jetzt? Komm schon! Ich komm sicher, dann nehme ich alles mit! Oh, Herz-Emoji! Die Party ist der Hit! Und Poppy ist der Wahnsinn! Hi, Poppy! Hi! Oh, hey, da drüben steht ein Kumpel von mir. Bin gleich zurück. Die Mädels kommen! Oh, hi! Siehst du toll aus! Hey! Einfach umwerfen, du siehst unglaublich aus. Ihr habt Skylars neuen Freund verpasst. Er kommt gleich zurück. Wo ist denn dein Date? Komm, das finden wir raus. Heute Abend im Vylife. Rubys erstes richtiges Date. Du willst das ernsthaft alles aufnehmen, ja? Na klar. Das wird die heißeste Folge. Wenn du meinst, dann suchen wir ihn und bringen ihn her für eine Spezialausgabe von Date Night an der Rainbow High. Und das gibt eine Menge Likes. Sind gleich wieder da. Hey! Hey! Wow. Der Look ist echt der Hammer. Warte, du filmst doch nicht etwa, oder? Nein! Nicht, solange du keine Einwilligungserklärung unterschrieben hast. Ehrlich gesagt, ich stehe nicht wirklich auf diese Filmerei. Kannst du das nicht löschen? Hey! Ladies, das hier ist mein Date, Colin. Colin, das sind meine bombastischen Mädels! Hallo! Was geht? Nicht gut, gar nicht gut! Hey, sorry, ich bin aufgehalten worden und ich... Colin? Hey, du kennst mein Date? Dein Date? Aber Colin ist doch mein Freund. Nein. Ich hab die Einwilligung. Huh? Na
schön, du kriegst noch einen Stift.